Willkommen zur nächsten Folge der MyPlayPlanet Public Analyse. Heute testen wir das Mini-Warrior Hellfire. Bevor wir anfangen zu fighten, schauen wir uns das Warrior direkt erstmal an. Also, das ist auch ein AC-Public, okay? Irgendwie sind wirklich fast alle Publics von AC. Und wir haben hier unten erstmal zwei Hüllenstreus außen. In der Mitte eine Stich sieht es aus. Ne, das ist kein Luftstich, ist ein Stich. Und dann sind wir schon auf der nächsten Ebene, gehen wir in die Brücke. Okay, die sieht eigentlich schlicht aus, aber die gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Scheinwerfer und Artischild, das können wir gerade direkt erstmal aktivieren. Ich habe keine Ahnung, für was dieser Hebel ist. Wir gehen mal nach oben. Ich glaube, wir sind auf der obersten Ebene. Hier haben wir, glaube ich, drei Artis. Hier kommt noch ein Delay dran. Das sind drei achte Artis. Also bis jetzt gefällt mir das wohl gar nicht gut. Auf dem Dach haben wir nichts. Hier haben wir ein Artischild. Ich glaube, MGs haben wir nicht. Nein, sechs Kanonen insgesamt. Und ich mache einfach mal Ready. Dann geht's auch schon los. Ich bin zu zweit mit Paulus gegen drei Gegner. Ich hoffe mal, wir haben irgendeine Chance. Ich weiß nicht, ob die Gegner in der Mitte was haben. Ich gehe erstmal hoch. Falls ihr wisst, was die Hebel sind, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, Paulus hat gerade schon geschrieben, das ist ein FP-Fake. Ja, das Public hat schon ein bisschen was, wenn man sich überlegt, von weites Tor. Ja, aber es ist auch ein Public. Das heißt, ihr könnt dafür abstimmen, damit das vielleicht nicht so drankommt. Und ihr habt ja gerade schon vor dem Intro und Trailer gesehen, das ist von Spoot, wie auch immer nicht ausspricht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ist echt ziemlich nice, dass du mir einen Trailer gemacht hast. Wir beginnen erstmal den Artis. Also beladen kann man sie schnell. Ich glaube, die brauchen nur vier Treibs. Wir schießen einfach mal direkt durch. Ich glaube, wir werden auch mal mehr als ein Fight machen. Also beim Tier 2 würde ich es nicht machen, aber heute ist ja auch verdammt, da steigt alles ein. Heute ist ja auch das erste Mal, dass mal kein Tier 2 drankommt, weil ich wirklich schon bald alle durch habe. Aber wie gesagt, ihr könnt einfach wieder oben abstimmen. Einer von den Gegnern ist tot, das ist nice. Und zwei von den Gegnern sind tot. Das hat ja mal richtig Style. Nice, nice, nice. Bei uns leben noch beide. Paulus schießt da mit der Höhenstreu oder was es ist. Ja, genau, das ist die Höhenstreu. Unser Gegner will Bow, alles klar. Aber ich will gerade mal runtergehen und mir nochmal den Rest anschauen. Aber, also bis jetzt gefällt mir das Wargear echt gut für ein Mini-Wargear. Natürlich, beim Mini-Wargear hat das Problem, dass man überall Damage bekommt. Wir haben schon gewonnen, GG. Aber ich fand, es hat keine MGs. Aber ist auf jeden Fall ganz nice. Wir hängen auf jeden Fall noch einen zweiten Fall dran. Das Gegner-Wargear ist public, also können wir nicht mehr gucken. Also Paulus hat hier anscheinend wieder Stich geschossen. Und hat hier eigentlich guten Damage gemacht. Und die Artis haben auch gut getroffen. Also es könnte sogar sein, dass meine Arti ihn getötet hat. In der Mitte ist er wirklich komplett weg. Also, das hat eigentlich super geklappt. Bis jetzt gefällt mir das Public echt gut. Das Design ist auch ganz nice. Das heißt, wir sehen uns gleich nochmal zum zweiten Fight wieder. Und wir sind jetzt auch schon beim zweiten Fight. Also, ich habe mir ein paar Mates gegönnt, aber dafür hatte Gegner. Auch im Private mit Schwenk, Luftstichs, irgendwas etc. Paulus und ich haben uns auf jeden Fall die Taktik überlegt, dass wir vielleicht bald in die Hühnchen gehen, um direkt hier in seine Kanonen zu schießen. Ich werde mal das Delay ein bisschen hoch machen und dann schauen wir uns jetzt einfach mal die untere Ebene an. Also ihr seht hier in der Mitte haben wir noch einen Stich. Ein voller Stich sieht eigentlich ganz nice aus, ist glaube ich auch ganz gechillt zum Beladen. Also bis jetzt gefällt mir das Wargear echt gut. Ja, aber 4 gegen 1 ist auf jeden Fall super. Mal gucken, vielleicht sterben ein paar Mates von uns. Aber der letzte Fight war wirklich ziemlich kurz. Aber natürlich in Tier 1 Fights ist es immer kurz. Auf jeden Fall, das andere neue Public müssen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen auch mal testen. Aber in wenigen Sekunden geht es auch schon los. Wir sind auf jeden Fall bereit. Feuer und ich glaube, wir fliehen einfach direkt mal nach oben. Wir gehen direkt mal wieder runter. Nice, da haben wir theoretisch bei mir alles gekillt. Da schießt auch die Stich. Oh, Paulo schießt auch. Sehr schön, können wir gucken. Ja, die Stich ist hochgegangen, GG. Ich weiß nicht, ob der Mate sie falsch beladen hat oder ob die vielleicht eine hohe Hochgerate hat. Ist ja auch egal, aber wie ihr seht, auf jeden Fall geht die ab und zu mal hoch. Oder zumindest in diesem Fall. Aber ich glaube, vorhin hat Paulus nicht geschossen, da hat es ja funktioniert. Also kann es gut sein, dass unser Mate einfach nur falsch beladen hat. Unser Gegner hat auch nur noch drei Herzen, das heißt, das ist auch schon mal gut. Aber, also ich bin von dem Wargear echt überrascht. Ich weiß jetzt nicht, was ich erwartet habe. Ich habe jetzt nicht unbedingt viel erwartet. Unser Gegner hat nur noch ein halbes Herz. Aber mir gefällt es gut. GG, wir haben gewonnen. Ich muss schnell noch meine Kanone abschießen, die hier drin ist. Das ist sehr wichtig. Dann könnt ihr auch gerade nochmal sehen, wie die schießt. Ja, ist eigentlich eine Standard-Höhenstreu, trifft dafür gut. Und wir haben ihn in seinem Private-Lizenz zerstört. Okay, es könnte sein, weil hier vorne Damage ist, gleich hat er es auch getroffen. Aber Paulus hat auch geschrieben, die Stiche liegen aktiv 110% immer. Okay, damit hat sich die Sache anscheinend bestätigt, dass es an der Stich liegt. Hier oben die Artist kamen sie auch gut rein. Also auf jeden Fall ein nice Public. Ihr seht es nochmal von vorne. Wir können es uns auf jeden Fall nochmal von hinten anschauen. Also das Design ist okay, aber von vorne sieht es nicht schlecht aus. Aber der Rest des Wolges gefällt mir auf jeden Fall. Und wir kommen zum dritten und letzten Fight. Schau dich mal das Wargear von Paulus an und schau dich mal mein Wargear an. Ja, der Fight wird bestimmt super. Wir haben zwei Fights gewonnen, das ist schon mal ein Anfang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich werde einfach so verlieren.
Pablos hat, glaube ich, MGs. Ich glaube, ich gehe zu den Artis. Ich werde sowas von zerstört. Also im Notfall probiere ich einfach nur im Bowfight reinzuschwitzen. Ist eigentlich immer eine weiße legitimierte Taktik. Ich weiß immer noch nicht, für was diese Hebel hier sind. Hat das Ding Backstep-Schutz? Das wäre möglich. Ich habe keine Ahnung. Wir können gleich mal schnell aufs Dach gehen und schauen. Wenn es kein Backstep-Schutz ist, könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, für was das ist. Ja, mir wünscht natürlich viel Glück. Das werde ich auf jeden Fall brauchen. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr wisst, was die Hebel da sind. Ja, komm, es wird so gut. Wir machen erstmal F3 und A. Nee, nicht F3 und A, F3 und B an. Ich bin so tot, ich bin so tot. Und ich höre auch gerade keinen Ton mehr. Das ist super. Nummer 1. Ah, ich bin so langsam. Ich bin nicht eingespielt. Also ich hätte zwar die zwei Runden gespielt, aber sonst halt nichts. Bekommt direkt wieder Damage. Locker schlägt hier gleich die, keine Ahnung, Doppler, LS, Schwenk, Tiefenstich, Lupf, Höhenstreu ein. Ja, da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was weg. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Da unten explodiert auch was. Das gefällt mir noch besser. Ja. Wunderschöner Fight. Das Public ist super. Ich weiß trotzdem nicht, was die Hebel machen. Die Artis sind nicht so gut gegen Arti-Schild. Anscheinend lebt seine Arti noch. Hat er nur eine in der Mitte gehabt? Keine Ahnung. Also, was lernen wir daraus? Wenn man gegen einen Private fightet, wäre es ganz praktisch, ein paar mehr Mates einzuladen. Aber das habe ich schon erwartet. Und ich würde sagen, das war es auch mit der Folge. Das heißt, wenn ihr gegen Paulus fightet, alleine, baut euch hoch und zerstört den Bowfight. Naja, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall mit der Public-Analyse. Wie ich gerade schon erwähnt habe, finde ich das Public eigentlich ziemlich nice. Vergesst nicht, in Info abzustimmen, welches Public ich nächste Woche analysieren und testen soll. Und dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall gerne eine Pusswertung da und dann sehen wir uns bald wieder zum zweiten Video. Ciao.